Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Pioneers of Pagonia. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, dass du auch wieder mit von der Partie hier bist. Und wir stürzen uns natürlich direkt ins Geschehen. Die Werkzeugschmiede hat ihre Aufgaben abgeschlossen. Da ging es... Ah ja, da war das mit den Hammer und so. Ich würde sagen, machen wir da noch mal direkt 5 von. Hier vielleicht auch noch mal 5 von. Vielleicht auch mal 5 Schaufeln. Keine Ahnung. Was brauchen wir sonst noch? Habe ich irgendwas anderes noch hier so rumgeistern im Augenblick? 5 Spitzhacken können auch nicht schaden. Ja, wir haben hier noch vor, so die ein oder andere Ressource abzubauen. Und ja, was ist hier mit los? Entdeckerposten. Der ist okay. Dann sollte ich den vielleicht verlegen, beziehungsweise ich da schade um die Nahrungsmittel da, aber egal. Entdeckerposten hier ist ja soweit erstmal alles so weit entdeckt worden. Ich habe hier auch noch einen Entdeckerposten rum existieren. Fokuspunkt könnte man vielleicht hier so hinsetzen. Und einen weiteren Entdeckerposten. Hier ist alles aufgedeckt. Aber irgendwo war ich mir ziemlich sicher, haben wir da noch. Aha. Also wenn überhaupt, dann in dem Bereich hier. Da ist noch. Achso, okay. Ja. Ich könnte hingehen und hier vielleicht noch einen zweiten Entdeckerposten hinsetzen, sofern das überhaupt noch Sinn macht. Ja, beispielsweise hier jetzt so hin setzen. Nein! Ah, ich mache mit meinem Doppelklicken hier. Nandos, konzentrier dich. So. Fokuspunkt kann ich schon mal setzen. Den könnte man dann, wenn es denn überhaupt noch irgendwie einen Sinn macht, hier hinsetzen. Da wird aber auch nicht mehr viel sein, glaube ich. Ja, die Insel haben wir jetzt größtenteils aufgedeckt. Wir haben hier noch ein Liebeslager. Wie sieht es hier mit meinen Leuten aus? 10 Veteransoldaten, 10 Wächter. Ich brauche noch einen Waldläufer, den müsste ich irgendwie hinkriegen. Hier wahrscheinlich weniger. Moment, Blick. Abenteuergilde, Waldläufer. So. Was? Die sind lebensmüde oder wie? Also, das war's dann schon. Das nächste. Da war nur noch einer. Okay, ja, gegnerisches Lager zerstört, sehr schön. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt hier mit weiteren Soldaten und so weiter und so fort. Auch nicht verkehrt. Sehr schön, ja, freut mich. Das kam jetzt überraschend. okay, ja, genau. Da wird schon eifrig... Eisen wahrscheinlich abgeliefert, beziehungsweise, nee, Stein erstmal, weil Eisen habe ich ja noch nicht so viel. Stein, da werden die Dinge gerade gebaut. Das ist sehr cool. Das Teil braucht wieder 10.000 Jahre zur Fertigstellung. Jo, Eisenabbau, Gedingse, Fokuspunkt, ja gut. Den kann ich hier so hinsetzen. Da ist sehr viel Eisenerz. Hier haben wir ein bisschen Silbererz. Fokuspunkt ist dann mehr oder weniger auch mehr so, ja, kann man machen. Muss man jetzt aber nicht wirklich in dieser Situation. Personal ist auf dem Weg. Das ist schön. Was ich natürlich jetzt brauchen würde, wäre eine Schmelze.
Bergbau für Eisen- und Silberbarren. Die könnte man. Ja, die könnte man ruhig hier hinsetzen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Das wäre dann die Schmelze. Moment. Ach ja. Lager war das Thema. Ein Lager kann nicht schaden. Mache ich direkt zwei. Ein. Achso. Sieht das irgendwie verändert? Warentyp? Oder geht das jetzt noch nicht, weil da noch nichts gebaut ist? Hey? Ich meine, haben die das geändert? Ich meine, mich in Sinn zu können, dass man schon also während des Baus sagen konnte, was da eingelagert werden soll. Ich meine, angeboten wird es ja auch hier. Nur ihr fehlt irgendwie so der zweite Knubbel, ne, zum Auswählen. Können Sie auch mal sagen, welcher Typ und. Priorität, okay. Ja, das ist. Wir gehen mal durch. Vielleicht hat sich hier was verändert. Vielleicht habe ich auch Sachen noch nicht gelesen gehabt. Wir fangen mal ganz oben an. Lager. Lagert einen überschüssigen Warentyp ein, sobald Warenausgangslager voll sind. Oder lagert einen individuell ausgewählten Warentyp. Hat Platz für bis zu 64 Stück eines Warentyps. Ja, das haben wir ja schon, das wissen wir schon, haben wir schon rausgefunden. So, der braucht halt hier Nadelholzbalken. Wir brauchen Stoff. Das sollte nicht das Problem sein. Dann ganz kurz. Planierer ist da auf dem Weg. So, eine Warentyp. Ich kann hier jetzt alles lagern. Lagert jegliche Waren, sobald das Warenausgangslager eines Gebäudes voll ist. Priorität aktivieren, klicken, um Priorität zu entfernen. Fordert Waren und Träger mit Priorität an. Waren werden nur entnommen, an anderen Gebäuden geliefert, die priorisiert sind. Also nur entnommen und an anderen Gebäuden geliefert, die priorisiert sind, ja. Okay, alles klar, das funktioniert doch. Stein? Nein. Seltene Ressourcen auch nicht. Wertsachen, Naturprodukte. Da ist es da unten irgendwie was. Moment mal. Kalkstein, das ist also wirklich nur Stein. Ach da, Bergbau. Wenn man blind ist. Eisenbarren. Kann ich hier rein. Ach, das wird jetzt da angezeigt. Hey, das hat sich ein bisschen geändert. Hm. Großer Ebel. Der wird schon gerade gebaut. Das ist auch cool. Moment. Hier Bergbau. Alles klar. Beliebige Warentyp aus dem Katalog Bergbau. Eisenerz, Kohle, Kupfer. War das mit Silber? Hm. Ach, fällt das unter Wertsachen? Anscheinend nicht. Seltene Ressourcen? Silberbarren. Ja, okay. Ein bisschen verwirrend, aber man kommt rein. Silber, aber bla bla bla. Schmelzhütte soll sowohl das eine als auch das andere produzieren. Das ist okay. Und hier wird jetzt der große Eber der Entschlossenheit gebaut. Da sind sie schon eifrig dabei. Da fehlt jetzt noch ein bisschen Eisen. Ja. Na gut, Eisen, ne, braucht man immer. Insofern macht das mit dem Eisenabbau und der Schmelzhütte da schon seinen Sinn. Gut, ich brauche den jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt hier für den Eber. Das ist aber erstmal zweitrangig. Wollte ich mir schon mal so ein bisschen angucken, den großen Eber. Die stehen schon ehrfürchtig davor und beten ihn an. Staunen ihn an. Sind ganz ergriffen. Ja. Macht schon was her. Muss ich schon sagen.
durchaus beeindruckend aus. Der Eber glänzt auch schön in der Sonne. Cool. Finde ich klasse. So, da fehlt jetzt noch ein bisschen Eisen. Das wird geliefert. Hier wird schon eifrig abgebaut. Das ist auch cool. Und hier war das wieder Schmelzhütte. Warum kommen wir nicht voran? Werkstein fehlt und Nadelholzbalken. Die sind auf dem Weg. Ja, läuft. Dauert ein bisschen. Das Teil ist jetzt endlich mal fertig. Da sind auch einige Leute untergebracht worden. Das ist auch schon in Ordnung. Finde ich sehr gut. Ebenfalls hier sollte das ein oder andere Personal zu finden sein. Das ist auch der Fall. Sehr cool. Ja, die. Es tut mir ja sehr leid. Die Wachhäuser haben jetzt ihren Dienst getan, die Wachtürme da. Da geht es jetzt im Prinzip eigentlich nur noch darum, dass das Gebiet hier weiter ausgebaut wird. Was ist hier los? Kein Personal anwesend. Oh. Ich brauche Spitzhacken. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wir brauchen Spitzhacken. Wo ist denn hier unser... Da hat einer das Fähnchen gehisst. Ja, brauche ich eigentlich nicht mehr. Waffenschmiede, gleiche Situation. Werkzeugschmiede. Ich brauche... Spitzhacken sind im Auftrag gegeben. Die werden gebaut. Dauert noch ein bisschen. Ich kann ja... Wir haben ja da Hämmer gebaut. Ich kann die ja erstmal auf Null setzen. Das andere würde ich ganz gerne behalten hier. Da mit den Schaufeln. Könnte sein, dass wir die auch noch benötigen. Werkzeug. Militär. Okay. Handelsgedingse, Handwerk, Bauwesen. Wir haben hier schon einiges, was man abrufen kann. Anzahl freier Wohnplätze minus 18? Moment, interessant. Da deinen Pagoniern Wohnhäuser fehlen, besuchen sie zurzeit keine Taverne und bekommen keine Neugeborenen. Achso. Gesamter Platz im kleinen Wohnhaus 150, gesamter Platz in The Venture 500. Von Trägern belegt minus 608. Von wohnungslosen Arbeitern belegt minus 42. Anzahl freier Wohnplätze minus 18. Da kann ich aber Abhilfe schaffen. Holz und Stein. Ach hier, der war es ja. Wir setzen da einfach noch irgendwo, wo es gerade passt. Ein großes Wohnhaus hin. Zum Beispiel. So, habe ich einfach mal gemacht. Okay, Bevölkerung jetzt 900. Achso, ne, Bevölkerung 977. Ja, entdecktes Gebiet 100%, eingenommenes Gebiet 55%. Okay, ja gut, wir haben noch nicht alle Grenzsteine gesetzt. Ja, beziehungsweise versetzt. Keine hungrigen Minenarbeiter, das ist sehr cool. Reichtum auf 228. Ah, das haben wir. Meilenstein, Schatz haben wir quasi. Reichtum haben wir abgeschlossen. Interessant. So alles passiert, so nebenbei. Was hatte ich jetzt eigentlich gesucht? Werkzeug, ne? Bergbau, seltene Ressourcen, Wertsachen. Okay. Naturprodukte. Flachs können wir sich noch anzeigen lassen. Weizen ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Mach mal alles. Tierische Produkte. Warum wird das nicht angezeigt? Dann. Ja, interessant. Werkzeug, da haben wir es doch. Angeln werden im Augenblick nicht benötigt. Ich habe noch zwei Schaufeln. Keine Sicheln. Spitzhacken auch keine. Das ist schlecht. Messer, Säge, nichts. Das ist alles
Jagdbogen 5. Rucksäcke 7. Ja, das ist so der nächste Punkt. Da muss ich, werde ich wahrscheinlich auch mich verstärkt darauf konzentrieren müssen, dass ich hier mit den Werkzeugen ja, entsprechend rangehe und die Dinge, die wir benötigen, dann auch bauen lasse. Sonst kommen wir dann irgendwann in Teufelsküche. Das muss auch nicht sein. Gut. So. Herstellung im Gang. Irgendeiner hat ein weißes Fähnchen gehisst. Wer ist das? Ach, die Holzwerkstatt, die hat nichts mehr zu tun. Ja. Ja, das hat sich erstmal erledigt. Wenn nicht irgendwelche anderen Aufträge noch aufploppen sollten, war es das erstmal. Habe ich die Äxte? Die habe ich, glaube ich, jetzt komplett oder. Ja, jetzt habe ich komplett die Sache mit den Hämmern. Das ist ja ein Hammer. Habe ich auch mehr als genügend von. Seil. Wo sehe ich? Ach, oh ja, das reicht auch. Gut. Ja, Frage. Wo muss das hin? Wenn hier ist. Ach, der mysteriöse Ort. Der braucht Seil. Der hat das mit den Seilen und den Hämmern. Und da muss ich noch hin. Augenblick mal. Da ist ein Wachturm. Einen Moment. Fokuspunkt, kriege ich den hier hingesetzt? Aber hier. Gut, das geht. Dann bitte schön diesen Bereich entsprechend priorisieren. Was ist hier los? Kein Personal anwesend. Der braucht eine Zange. Oha, habe ich Zangen? Ich glaube nicht. Waffen, Werkzeuge, Zangen. Da sehe ich es gerade. Null. Zangen 0 ist schlecht. Zangen 0 ist irgendwie so semi-optimal. Zangen 0 mag ich gar nicht. Ich mag Zangen sehr viel, sehr gerne und würde gerne auch Zangen bauen. Irgendwie ist Zange mein Ding. Jetzt reicht's aber. So, Spitzhacke. Alles klar, die sind kurz vor der Fertigstellung. Dann, ja. Sollen die da mal sich da mit den Zangen beschäftigen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann, was sagt die Zeit? Oh, ein bisschen, ein paar Minütchen habe ich noch. Handel. Steinmetz? Ich hatte doch irgendwo einen Handelsposten. Moment mal. Genau, ein Handelsposten existiert. Das ist er doch. Arbeit mit Profis. ja, wie war das mit den Hexen? Ich starte das mal. Aktiver Handel, sehr schön. Dann haben wir jetzt den schon mal in Auftrag geben. Entsprechenden Handel. Genau, wir sollten da 12 Äxte liefern und die haben wir ja. Ne? Also Äxte haben wir ja da bis 19 Stück. Das kriegen wir locker hin. Ist hier, weil das das. Achso, und der Deckerposten, der nicht benötigt wird. Ja. Meilenstein, Schatz hat ja sogar zwei Häkchen. Was ist denn da passiert? Ich krieg ja nichts mehr mit. So, die Eisenstatue ist noch nicht fertig. Bei 62% aktuell angekommen. Ah, Schmelzhütte arbeitet. Sehr gut. Hat auch schon hier entsprechenden Lagerstand. Kohle ist jetzt da das Thema. Das war auch schon für mich das Thema, als ich da gesehen habe, oh, es gibt da jede Menge Eisen. Ich sah aber keine Kohle. Ich meine, ich habe Kohle, ne, so ist es nicht. Aber Kohle in der Nähe zu haben, wäre schon schön. Kann
Kann das sein, dass ich hier gerade bei den Freunden meine Nase reinstecke? Ich glaube ja. Wo wird denn hier bei mir Kohle abgebaut? Ich glaube, Eisensteinbruch? Kohle? Ah. Nur dort. Das ist ein bisschen wenig. Eisen, das Kohle, hier ist Kohle, so ein bisschen Kohle gibt es hier. Da ist auch Kohle. Ich glaube, wir kriegen Kohle. Das ist auch nochmal Kohle. Hier ist. Ach, wo ist das Problem? Kohletagebau. Ich liebe diese Geräusche von den Siedlern, die da machen. Einfach grandios. So, Kohletagebau. Let's go. Eine gewisse Priorität. Ah, gut, dass ich hier das Baustellencamp habe. Das war eine sehr gute Planung von mir. Da habe ich wieder sehr gut gedacht und vorausgeplant. Bitte? Was ich jetzt noch brauchen würde, um das Ganze rund zu machen, ist ein Weg. In diese Richtung. Da bin ich auch vollkommen schmerzfrei. Dann bastel ich mir hier mal so auf die Schnelle hier hin. So, haben wir eine entsprechende Querverbindung. Ist das auch gegessen? Ich glaube, wir haben einen Kohle. Eieieiei. Hier ist auch. Nee, hier ist Kupfer. Und Kohle. Ihr wollt mich doch verkohlen. Ah! Ja, toll. Ja, cool. Ja, und dann. Ach, weißt du, wo wir gerade mal dabei sind? Zum Abschluss dieser Folge. Weil es so schön ist. Was mache ich? Mist. Im Mist machen wir nicht gut. Jetzt wird's aber hampelig. Mach immer so ein Kohleabbau-Dingens, Bummens, Bammens hin und einen Weg. Komm, den Weg, den zauber ich dann noch eben auf die Schnelle hin. Das sollte ich hinkriegen. So, fürs Erste. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erst einmal von euch mit diesen Bildern. Und Profis bei den bei der Arbeitssuche ist immer erheiternd, kann ich mir vorstellen. Wir kommen so langsam wohl auch so in Richtung Ende der ganzen Geschichte, würde ich. Also hier für diese Aufgabe, die wir da noch zu bewältigen haben. Ne? Also der Handel ist jetzt angestoßen. Produktion läuft so einigermaßen. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Hilft mir sehr. Macht's gut, genießt die Zeit. Bis bald.